Der Airbus A340 ist bei der Lufthansa ein Auslaufmodell, aber es muss ja nicht immer nur um die Mami Lufthansa gehen, sondern der Flieger fliegt auch noch bei Swiss, Edelweiss und natürlich bei Brussels bzw. bei Eurowings. Heute schauen wir mal ganz bewusst in Richtung Schweiz, denn auch wenn die beiden dort beheimateten Lufthansa-Töchter alles ganz genau mit dem Chef der Gruppe abklären müssen, wenn es um das Thema neue Flugzeuge geht, es hindert sie selbstverständlich nicht daran, interessante und vielversprechende Pläne für die Zukunft zu haben. Und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, wie das aussehen könnte und was es da für neue Flugzeuge geben könnte. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn wir über Lufthansa-Töchter in der Schweiz sprechen, dann steht da natürlich erst einmal ganz oben auf der Liste Swiss. Und die sind auf der Langstrecke selbstverständlich mit ihrem Flaggschiff unterwegs, der noch relativ neuen und sehr beeindruckenden Boeing 777-300ER. Davon hat man mittlerweile 10 Stück in der Flotte. Im Schnitt sind die Flugzeuge nur etwas mehr als 2,5 Jahre alt. Und wenn man dem Glauben schenken mag, was man dazu so im Internet liest und hört, dann war das auf jeden Fall mit diesem Flugzeug ein wirklich großer Schritt in die richtige Richtung. Denn die Maschine funktioniert wohl auf den Premium-Langstrecken, zum Beispiel zu Zielen wie San Francisco oder Los Angeles. Da funktioniert die Maschine wohl richtig gut und kommt bei Kunden auch wahnsinnig gut an. Dazu gibt es auf der Langstrecke bei Swiss aber natürlich auch noch die Airbusse, um die es heute hauptsächlich gehen soll. Es gibt dort 14 Airbus A330, die im Schnitt knapp 9 Jahre alt sind. Und dann gibt es eben noch 5 Airbus A340-300, also noch 5 Vierstrahler in der Langstreckenflotte der Swiss. Diese 5 Maschinen sind im Schnitt etwa 16 Jahre alt, aber auch nur, weil man da in den letzten Jahren schon ganz gut was aussortiert hat. Vor einigen Jahren hatte die Swiss in der Langstreckenflotte auch noch A340-300 aus den Anfangsjahren des Flugzeugtyps. Also die Maschine wurde 1993 das erste Mal ausgeliefert, da wurde der erste A340-300 überhaupt an einen Kunden rausgegeben und Swiss hatte dann noch einige Flugzeuge aus den Jahren 1996, 97, also kurz vor der Jahrtausendwende. Und die Flieger hatte man dann etwa 20 Jahre lang in der Flotte betrieben, bevor man sie dann ausgemustert hat. Die ganz alten der eben genannten ausgemusterten Exemplare des A340-300, die wurden bis heute mittlerweile verschrottet. Allerdings 4 nicht ganz so alte A340-300 der Swiss, die wurden dann weitergegeben an Edelweiss. Und damit wären wir bei der nächsten für heute interessanten Fluggesellschaft. Edelweiss hängt seit mittlerweile über 10 Jahren unter dem Dach des Swiss-Konzerns. Ist damit quasi eine Fluggesellschaft unter diesem Dach neben der Swiss, also eine sogenannte Schwestergesellschaft der Swiss. Und da die Swiss mittlerweile zu 100% unter dem Dach der Lufthansa Group hängt, ist auch Edelweiss mittlerweile ein Teil der Lufthansa Group. Und diese Fluggesellschaft ist von der Flottengröße her recht überschaubar. 10 Airbusse hat man auf der Kurz- und Mittelstrecke, 2 A330-300 gibt es auf der Langstrecke und dazu gesellen sich dann eben noch die 4 A340-300, die man aus dem Bestand der Swiss übernommen hatte. Letztere sind ähnlich wie die eigentlichen Swiss-Maschinen auch im Schnitt knapp 16 Jahre alt. Und Edelweiss betreibt die Flugzeuge mit 314 Sitzplätzen. Das ist eine ganze Menge für den A340-300, vergleichsweise viel. Die Lufthansa zum Beispiel, die fliegt das Flugzeug je nach Größe der Business Class oder je nach Vorhandensein der Premium Economy Class in dem Flieger mit 251 bis 279 Sitzen. Dass diese Bestuhlung für Edelweiss passt, das liegt natürlich ganz einfach daran, dass die Fluggesellschaft ganz anders ist als die Lufthansa. Also es ist eine andere Fluggesellschaft, die anders funktioniert und selbstverständlich auch auf eine ganz andere Zielgruppe zugeschnitten ist. Edelweiss bedient nämlich hauptsächlich Urlaubsziele und ist in der Schweiz durchaus das, was hierzulande irgendwo der Ferienflieger Condor ist. Also die beiden Fluggesellschaften sind durchaus an vielen Stellen wirklich miteinander vergleichbar, mit einem großen Unterschied, und zwar ist die Condor knapp 4-mal so groß wie Edelweiss. Aber das Streckennetz beispielsweise, das weist durchaus einige gleiche Ziele auf. Zum Beispiel bedient Edelweiss von Zürich aus Ziele in Ägypten, Hurghada zum Beispiel, oder sie fliegen viel nach Italien oder Griechenland. Auf der Langstrecke gibt es dann Verbindungen nach Las Vegas, Mauritius oder auch nach Punta Cana. Und das sind alles Ziele, die wir aus Deutschland heraus auf der Kurz- und Mittelstrecke von vielen verschiedenen Standorten, auf der Langstrecke aus Frankfurt bzw. teilweise auch aus München heraus bei der Condor bekommen. Jetzt haben die beiden Fluggesellschaften aber noch einen wirklich interessanten Punkt gemeinsam, neben den schönen und exotischen Urlaubszielen, und zwar lädt die aktuelle Langstreckenflotte beider Fluggesellschaften wirklich dazu ein, mal über Alternativen für die nahe Zukunft nachzudenken. Mit anderen Worten, beide Fluggesellschaften, Condor mit der Boeing 767 und auf der anderen Seite Edelweiss mit dem A340-300, beide Fluggesellschaften können wirklich viel aus diesen beiden Flugzeugtypen rausholen, betreiben die Maschinen gerade durch die richtige Auswahl an Strecken und durch eine möglichst hohe Sitzplatzanzahl in der Kabine des Fliegers nah an dem Optimum. Aber die Flugzeuge werden halt immer älter.
Je nach Strecke und Auslastung des Flugzeuges schafft es Edelweiß mit dem A340-300 sogar an der magischen 3-Liter-Grenze zu kratzen, an 3 Liter Kerosinverbrauch pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometer. Condor kommt mit der 767 teilweise sogar noch darunter. Das ist selbstverständlich richtig gut, damit kommt man nah an die Werte ran, die auch sehr viel modernere Verkehrsflugzeuge schaffen können. Allerdings ändert das ja nichts an der Tatsache, dass man bei gleicher Strecke, bei gleicher Auslastung, bei gleicher Sitzplatzanzahl im Flugzeug diesen Wert mit einem sehr viel moderneren Flugzeug noch mal sehr viel weiter drücken könnte. Das heißt, dass auch wenn ein A340-300 bei der Edelweiß zum aktuellen Zeitpunkt noch wirklich gut funktionieren mag, das bedeutet ja nicht, dass ein noch sehr viel moderneres Flugzeug nicht auch sehr viel effizienter bei dieser Fluggesellschaft fliegen könnte. Diese entsprechenden Flugzeuge, die wollen aber natürlich auch erst einmal angeschafft werden. Aber mit anderen Worten, neue Langstreckenflugzeuge, das ist durchaus ein Thema bei Edelweiß, da denkt man durchaus schon eine ganze Zeit drüber nach und neue Langstreckenflugzeuge sind bei dieser Fluggesellschaft auch auf jeden Fall erwünscht. Ganz grob Mitte des kommenden Jahrzehnts sollen die Vierstrahler bei Edelweiß die Flotte verlassen und dann sollen sie durch neue Langstreckenflugzeuge, durch modernere Langstreckenflugzeuge ersetzt werden. Das klingt noch wirklich weit weg und das ist auch noch wirklich weit weg, aber das möchte natürlich heute schon geplant und gut durchdacht sein. Und wenn es jetzt also um das Thema neue Flugzeuge, Neuanschaffung, gerade von Langstreckenflugzeugen geht, dann schließt sich der anfangs angedeutete Kreis zur Mutti Lufthansa. Denn dort wird entschieden, welche Fluggesellschaft in der Gruppe welches neue Flugzeug wann bekommen wird und wie viele sie davon bekommen werden. Und was im Falle der Edelweiß dann ja nochmal wirklich interessant wäre, ist die Frage, ob die neuen Langstreckenflugzeuge dann erst einmal einen großen Umweg über die Fluggesellschaft Swiss gehen müssen, bevor sie dann irgendwann in einigen Jahren auch mal bei der Ferientochter Edelweiß ankommen. Tatsache ist dabei, Swiss und Edelweiß betreiben ähnlich alte Flugzeuge vom Typ A340-300 und damit auch ähnlich alte Vierstrahler in der Flotte, denn darum geht es ja überhaupt, Vierstrahler aus der Flotte rauszuschmeißen und sie durch neue Zweistrahler zu ersetzen auf der Langstrecke. Fakt ist aber auch, dass die Flugzeuge vom Typ A340-300 bei der Mutti Lufthansa noch mal ein ganzes Stück älter sind. Dort betreibt man aktuell noch 15 A340-300 und die wurden alle gebaut zwischen 1996 und 2001, sind also noch mal ein gutes Stück älter als die Maschinen der Swiss und Edelweiß. Mit anderen Worten, es ist gut möglich, dass die neu bestellten Langstreckenflugzeuge wirklich erst einmal die Vierstrahler bei der Lufthansa selbst ersetzen und somit erst einmal in Lufthansa-Bemalung auf dem Hof stehen werden. Die beiden Schweizer Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss stehen hier also ganz klar auf Platz 2 der Liste, auf der Warteliste für die neuen Langstreckenflugzeuge, während die Lufthansa ganz oben steht. Gut, es ist jetzt aber noch gar nicht so lange her, da haben wir erst darüber gesprochen, dass Lufthansa nun 20 Boeing 787-9, ein neues Flugzeug für die Lufthansa-Gruppe, und dazu nochmal 20 A350-900 kaufen wird. Und diese Maschinen sind nicht alle für die Lufthansa gedacht, sondern man kauft diese Flugzeuge für die Gruppe, für die Lufthansa Group. Und dazu gehören eben auch Swiss und Edelweiss. Es ist also gut möglich, beziehungsweise es ist eigentlich völlig klar, dass die Maschinen nicht nur bei der Lufthansa eingesetzt werden. Das klingt nicht nur logisch, diese Maschinen in der Lufthansa Gruppe zu verteilen, sondern auch die Lufthansa selbst hat das quasi angekündigt. Dadurch, dass man am Tag der Veröffentlichung dieses neuen Flugzeugkaufs, dieser Großbestellung, da hat man Bilder der Boeing 787-9 auch in Austrian bzw. in Swiss Bemalung gezeigt. Diese dort bestellten bzw. diese dort beschlossenen neuen Flugzeuge vom Typ 787 und A350, die erwartet man zwischen den Jahren 2022 und 2027. Die dienen also gar keinen Fall zur Expansion der eigentlichen Lufthansa-Flotte, sondern sie werden den Vierstrahler, den A340, bei der Lufthansa ersetzen und dann aller Voraussicht nach auch recht bald den A340 bei Swiss und dann wiederum den A340 bei Edelweiss ersetzen. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, A350 oder Boeing 787, was bekommt die Swiss denn dann? Das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt, zumindest wir jetzt an dieser Stelle tatsächlich noch nicht. Nach eigener Aussage kann man in der Schweiz durchaus beides gebrauchen. Toll, aber es ist tatsächlich auch gut möglich, dass, obwohl die Anzahl der neu bestellten Flugzeuge jetzt schon feststeht, dass man sich in der Geschäftsführung bei den Schweizer Fluggesellschaften eben noch nicht darüber einig ist, welches Flugzeug man jetzt wirklich bei der Swiss bzw. dann auch irgendwann bei der Edelweiss haben möchte. Es gibt da vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt eine Tendenz, aber eine Entscheidung steht da wohl noch nicht fest. Und das hängt jetzt selbstverständlich auch von zahlreichen, wirklich ganz vielen einzelnen detaillierten Faktoren ab, was jetzt viel Planung und Berechnung voraussetzt. Es ist aber auch gut möglich, dass in dem Moment, wo eine Entscheidung über die Swiss-Langstreckenflotte getroffen wird, dass man damit auch automatisch eine Entscheidung über die neue Edelweiss-Langstreckenflotte treffen wird. Hier jetzt an dieser Stelle die Synergien, die durch die Verwendung gleicher Flugzeugtypen zustande kommen, die jetzt hier aufrechtzuerhalten, das kann nur ein riesiger Vorteil sein. Gerade beim Thema Wartung, denn die Wartung der Edelweiss-Flugzeuge, die wird zum jetzigen
diesem Zeitpunkt auch schon von der Swiss übernommen. Hier muss man sich also scheinbar gar nicht mehr die Frage stellen, ob der A340, ob der Vierstrahler bei Swiss und oder Edelweiß, ob der jetzt durch den A350 oder die 787 ersetzt wird, die Frage hat man schon beantwortet, sondern hier muss jetzt die Frage geklärt werden, welcher jeweilige Flugzeugtyp jetzt für die jeweilige Operation der einzelnen Fluggesellschaft am besten geeignet ist. Dabei ist natürlich die Performance des Flugzeuges, das Platzangebot, die Kapazität und selbstverständlich dann auch der Effizienzgewinn ein riesiges Thema bei dieser Entscheidung. Und gerade wenn man jetzt über Edelweiß nachdenkt, dann könnte einem da noch ein weiteres Flugzeug in den Sinn kommen. Und das ist der A330neo. Der ist günstiger in der Anschaffung, könnte den A340-300 bei Edelweiß wohl kapazitätsmäßig perfekt ersetzen. Und die Effizienzwerte, die ein A330neo liefern kann, die sind ebenfalls sehr spannend. Trotzdem glaube ich, dass dieser Flugzeugtyp bei der Wahl dort schon irgendwo wieder rausgefallen ist. Das Ersetzen der vierstrahligen Langstreckenflugzeuge innerhalb der Lufthansa Group, das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt vorgesehen mit dem A350 und der Boeing 787. Und mit diesen beiden Flugzeugtypen ist man auch richtig gut aufgestellt. Da kommt dann natürlich noch einer dazu und das ist die 777X. Diese Maschine ersetzt die ganz großen Vierstrahler bei der Lufthansa selbst, aber ansonsten steht man mit A350 und Boeing 787 für die Zukunft natürlich hervorragend da. Beide Flugzeugtypen sollen dafür sorgen, dass man gruppenweit bis zu 20% mehr einsparen kann. Ja, und diese Flieger werden dann in großen Mengen von der Lufthansa selbst bestellt für die Gruppe. Hier jetzt an dieser Stelle dann nochmal in kleinen Mengen den A330neo zu kaufen, weil der vielleicht aus der alleinigen Perspektive der Edelweiß das irgendwo doch vielleicht noch attraktivere Flugzeug sein könnte, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Es bringt hier höchstwahrscheinlich also einen wirklich großen Vorteil, gruppenweit zu denken. Alles andere würde weitere Komplexität in die Lufthansa-Gruppe selbst bringen und das kostet auch immer weiteres Geld. Also egal wie wir das jetzt noch alles drehen und wenden, bei den Schweizer Fluggesellschaften wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall spannende Neuerungen beim Thema Langstreckenflotte geben. Und von genau diesen Neuerungen könnten wir als Passagiere dann also höchstwahrscheinlich auch schon in den nächsten Jahren profitieren. Und das eben nicht nur bei Swiss, sondern auch bei Edelweiß. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Und ich hoffe, ich konnte euch damit mal einen guten kleinen Überblick über diese Thematik, über die Langstrecke bei den Lufthansa-Tochtergesellschaften in der Schweiz geben. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut gerne mal bei den Aero News Germany Klamotten vorbei, die es jetzt hier unter dem Video in verschiedenen neuen Varianten gibt, zum Beispiel als Hoodie oder auch als Langarm-Shirt oder wie ihr das gerne haben möchtet. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.